Chat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich gucke auf mein Handy, jemand schreibt, schau Alaba-Story. Und ich denke mir schon so nix. Also, was soll Alaba machen? Hat er vielleicht Freistoßtor gemacht? Digga, da öffne ich mein Instagram und gehe auf meine Markierungen. Ich sehe ja immer, wer mich markiert. Digga, gehe ich hier drauf. Zack. Digga. Also, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Hast du ihn es geschickt oder bestellt? Der hat natürlich bestellt und gezahlt. Der hat sogar ordentliches Trinkgeld dagelassen, der Bruder. Guck mal, ich kann euch sogar die Story erzählen. Ich habe so voll random. Es war in der Nacht und ich habe Alaba. Ich guck mal den Chat verloren. Digga, und ich konnte nicht glauben, wie korrekt der ist. Ey, hoffe, alles klar bei dir. Wollt einfach mal fragen, ob du Lust hast, dass ich dir ein paar Sachen aus meiner, von meiner Modemarkt schicke. Und der Bruder hat am nächsten Tag geschrieben, alles cool und bei dir. Und schreibt dazu noch, ja gerne, er folgt dir leider nicht. Mann, Digga, er kann mich blockieren, wenn er meine Klamotten weiterträgt. Auf einmal habe ich eine Adresse bekommen und dann habe ich mich bedankt. Dann meint er, wenn du mal was brauchst, gib gern Bescheid. Eins kann er wissen. Champions League Karten. Fürs Finale. Hier hörst du es als erstes, David. Ich brauche die Karten fürs Finale. Für jeden Ehrenbruder, der das auch so verrückt findet wie ich, der kann jetzt auf diese lockere supporten und darunter schreiben, Alaba auf die 1.